Hallo aus Viernheim. Neben mir steht der Sachverständige Boris Schlawinski. Wir waren gerade bei einer Leckagesuche dabei und da hat er und das Leckagesucheteam festgestellt, in der Fläche ist die Luftdichtebene wohl da, bei den Anschlüssen nicht. Und Ihre Erfahrung als Sachverständige sagt, Fläche können die meisten, aber irgendwie die Details sind schwierig. Was sind so die typischen Details, wo Sie sagen als Sachverständiger, bitte liebe Handwerker, bitte liebe Planer, achtet darauf? Also zum einen sind es die Anschlüsse an die Dachflächenfenster. Das ist ein großer Knackpunkt. Da werden häufig sehr viele Fehler noch gemacht. Wie Sie schon vorhin sagten, in der Fläche passiert relativ selten was, es sei denn, das Folgegewerk beschädigt irgendwo die Dampfsperre oder der Elektriker macht die Installationsebene irgendwo in die Dämmebene rein. Also man sollte ja die Installationsebene im Prinzip vor die Luft- und Schlammsperre setzen, weil ja meistens noch eine Traglattung zwischengeschaltet ist und ja dann die Gipskartonplatte kommt. Also ein wichtiger Tipp ist also, bitte Installationsebene planen und richtig einsetzen. Und der weitere Tipp wäre bei schwierigen Anschlüssen, also bei so Durchdringung oder so, was raten Sie da? Ja, also mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen oder in die Norm reingucken, in die DIN 4108. Da gibt es sehr viele Beispiele, aber auch die Hersteller heutzutage haben in ihrem Leistungskatalog Detailpunkte und auch entsprechende Klebe- und Bindematerialien dafür. Okay. Ja, dann vielen Dank. Und wenn ihr euch auch fragt, wie kriege ich diesen Anschluss dicht, dann ruft doch unsere Technik-Hotline an, die Kollegen, oder schreibt uns eine Mail an technik@proklima.de. Danke fürs Zuschauen, bleibt auf dem Laufenden und abonniert unseren Newsletter proklima.de/news. Und abonniert unseren Kanal.